Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2. So, wir hatten diesen Zug umgebaut. Der ist natürlich jetzt ein bisschen schneller durch geworden. Eventuell können wir hier noch einen Wagen abhängen. Und dann sollten wir noch weiter ein paar Fahrzeuge austauschen. Aber, ja, Projekt Fernbuslinie sollten wir dann auch noch mal ein bisschen weiter beobachten. Hatten wir mal was Neues gemacht. Und ja, die Städte... Der Verkehr in den Städten, den brauchen wir noch mal ein bisschen Liebe, glaube ich. Und das habt ihr in den Kommentaren natürlich völlig zu Recht angemerkt. Und wir sehen, wahrscheinlich können wir hier ein Wegelchen abhängen. Kostet nur unnötig Geld. Und der Zug wird natürlich ein bisschen schneller, sollte das aber passen. Gut. Unser Fernverkehrszug kommt hier gerade in die Stadt reingefahren. Gute Gelegenheit, mal kurz zu schauen. Fernverkehrszug. Unser Fernbus, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich. Ziel ist es ja, wir hatten ja zum ersten Mal auch wirklich Straßen ausgetauscht. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es uns gelingt oder gelungen ist oder gelingen wird, dass wir den Verkehr so ein bisschen... Mann, ey, warum können wir hier nicht auf vierspurig umbauen? Und, ach so, genau, macht die Linie überhaupt gewinnen? Ja. Und das, obwohl wahrscheinlich noch viel zu wenig Busse unterwegs sind. Ja, ganz im Gegensatz zum Moment, ich erinnere mal an unser Projekt Folding at Home mit dem Team Garderoll 241553. Mach mit, fordere mich heraus mit deiner Hardware. Und kämpfe mit uns gemeinsam, mit der fantastischen Garderoll-Community, die schon ganz andere tolle Dinge auf die Beine gestellt hat, mit gegen Corona. Corona, Corona, Corona. Ja, der kommt auf jeden Fall ganz gut raus. Und am Bahnhof hier... Es könnten noch mehr Fernbusse fahren. Aber natürlich, wenn die nur in eine Richtung wollen, hier die Leute, die wollten vielleicht auch mit dem Fernbus dann in den Bus, in den Zug umsteigen. Da können wir ja gleich mal eine Fahrgastbefragung machen. Ja, es ist immer noch ein bisschen Individualverkehr hier unterwegs. Wir machen mal eine Fahrgastbefragung. Geht wahrscheinlich in dem Modus gar nicht. So, guten Tag. Hallo? Gut, dann gucken wir mal, wo die aussteigen, ob die dann zum Bahnhof laufen. Weil das könnte ich mir vorstellen, dass das halt der Punkt ist. Und ich würde gerne mal wirklich wissen, was wir für eine Fahrt bekommen. Und das hier nervt mich natürlich, ne? Das hier nervt mich. LKWs fahren hier langsam. Alles fährt hier langsam. Das ist wirklich blöd. Das gefällt mir nicht. Könnt auch hier eine Landstraße reinbauen, ne? Die ist dann schneller. Bei Stadtstraßen reißen wir halt alles ab. Halt doof. Guck mal, wie das aussieht. Ist ja fürchterlich. Und Leute, ich hoffe, da gibt es irgendwann mal eine Mod oder irgendwas, dass dieses Gebäude verschieben gerät. Moped. So, Ziel Gewerbeverkehr ist gekommen von Fernverkehr Alpha. Die kommen alle aus Gewerbe- und Wohngebäude und wollen via Fernbus One weg. Jetzt gucken wir mal. Die Leute, die hier jetzt aussteigen. So, das sind ja die hier wahrscheinlich. So, die kommen. Ja, die wollen alle hier jetzt auch noch mitfahren. Das heißt, wir haben natürlich eine viel bessere Auslastung bekommen jetzt hier für die
für die Fernverkehrlinie auch, weil hier hinten war es ja immer so, wenn die Züge hier ankamen, dann waren die nie so richtig voll, ne? Das heißt, die ICEs, die hier verkehren, die werden jetzt auch noch richtig voll. Und wir brauchen hier... Die ICEs reichen nicht. Also entweder müssen wir noch weitere ICEs einsetzen. So, 162 Leute fahren mit. Der ICE kriegt niemals seine Höchstgeschwindigkeit von 280. Bei den elektrischen Triebwagen wäre Option die Dual-Stocks 200. Da passen dann auch nur 162 rein. Betriebskosten 11 Millionen im Jahr. Was wäre denn, wenn wir Folgendes machen? Wir nehmen die schnelle Elektrolok. Ja, der wird zu lang. Noch mehr ICE ist es ja auch Wahnsinn, ne? Irgendwann werden wir an die Stelle kommen, wo wir die Züge eh austauschen müssen. So, das ist jetzt hier unser Ferngüterzug. Der fährt leer. Wir gucken, ob der voll wird. Ansonsten, dann müssen wir nämlich diesen, also nicht Ferngüterzug, das sind die Güterumschlagzüge. Die also die Güter weiter ins, in die Systemfracht bringen. Interessanterweise machen die nicht so wirklich dicken Gewinn. Erstaunt mich gerade so ein bisschen. Wir gucken mal, ob der voll wird. Das ist auch so eine schöne Strecke geworden hier, ne? Und dann fahren wir hier nach Braunschweig rein. Und da ist diese richtige Prachtallee hier. So, bei denen, wenn der jetzt voll wird, würde ich sogar sagen, dass wir den wirklich dann auch noch ausbauen oder alle dann ausbauen. Gegenüber dem, was jetzt schon drin ist. Allerdings, hier stimmt was nicht. Seht ihr das? Irgendwas stimmt hier nicht. Hier kommt zu wenig Güter an zum Umschlagen. Das war immer richtig voll. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Gucken wir gleich. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, dann ersetzen wir die drei Züge mal. Und das Problem ist jetzt, wir sind jetzt so langsam gegen Ende des Spiels, ne? Da müssen wir ja gar nicht irgendwie drum rumreden um den heißen Brei. Das heißt, wir werden jetzt natürlich sehr viel immer die gleichen Fahrzeuge sehen. Das ist nicht schön, aber selten. So, wir nehmen mal hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir die hier. 1, 2, 3, 4. Und dann schauen wir mal, was hier bei der Güterzuführung falsch läuft. 120 Öl. Das würde ja funktionieren. Der nimmt Werkzeuge mit. Ja, natürlich. Der nimmt jetzt auch natürlich deutlich mehr Werkzeuge mit darunter. Das haben wir gar nicht bedacht, glaube ich, als wir das letzte Mal das ausgebaut haben, ne? Also wir haben ja hier... Nein. Wir haben ja hier irgendwo... Hier haben wir ja die Werkzeugfabrik. Transport 77... Hä? Es werden gar nicht alle Werkzeuge mitgenommen, die gebraucht werden. Dann machen wir hier mal Folgendes. Auch hier testen wir jetzt mal was, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Und sagen hier Oberbad Kissing, bitte nur vollladen.
der macht doch kaum Gewinn hier und ist auch irgendwie eingebrochen. Ja, was heißt kaum Gewinn? Und die Züge sind auch schon in die Jahre gekommen. Puh. Also der Fernverkehr Alpha, ey. Ich kann da doch jetzt nicht noch mehr ICEs einsetzen. Da kommt ja ein ICE nach dem anderen dann. Das ist ja in einigen Streckenteilen total viel. Wir machen hier noch Verlust oder so. Und gehen pleite. Wo kommen wir denn da hin? Wir heften den mal an und gucken, ob der gleich voll wird. Wie lange es dauert, bis der voll wird. Und ob sich das positiv auf das Gesamt... Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich mag das System halt immer noch nicht. So, Güter intern... Das ist, hier die interne Güterverteilung in Stromberg. Oh je, oh je, oh je. Wir müssen auch Personenverkehr ändern. Hier würde ich direkt 1:1 tauschen. Weil hier auch immer mehr Güter jetzt ankommen. Durch die Schraubenschlüssel und so. Ihr seht das auch, hier ist alles voll. Und wahrscheinlich gehen schon Sachen verloren, ja. Sprit Stromberg hingegen wartet und wartet und wartet. Okay, so, was haben wir hier? ÖPNV Stromberg. Das sind noch alte Busse. Das war falsch. Aber so könnte man, mit dem Trick kann man übrigens die alten Fahrzeuge nochmal wiederbekommen. Ne? Einfach duplizieren, dann kriegt man die nochmal. So, da kommt jetzt der Ölzug. Da bin ich mal gespannt, ob der jetzt hier die beliefert. Was macht der denn da? Auf was wartet der Kollege? Okay, der beliefert beide. Was tut der hier? Ah! Entschuldigung. So, was war denn noch? Oh, der, oh ja, der alte Ölzug. Das ist der Ölzug, der den Zubringer hier macht. Da müssten wir vielleicht mal schauen. Ja, der könnte noch einen kleinen Schluck mehr. Das heißt, wir könnten den hier umbauen. Sodass der noch einen kleinen Schluck mehr mitbringt. So, das sind natürlich dann die schnellen. Das heißt, dann sollte das so passen. Weil der deutlich schneller fährt. Von 90 auf 160. Wir gucken mal. Und bei dem hier gucken wir auch, wie lange der jetzt braucht, um voll zu werden. Ja, so sieht's. Braucht nicht lange, um voll zu werden. Das ist, puh. So. Also, der ist am Ladepunkt. Jetzt seht ihr. Und das machen wir auch, um, ne, die Produktion hochzufahren. Und natürlich auch so ein bisschen den ICE-Verkehr zu entlasten, weil wenn der nur fährt, wenn er wirklich voll ist, der Zug, entlastet er die Gleise. Der kreuzt ja auch immer die ICE-Gleise. Ist vielleicht auch unter dem Aspekt nochmal eine gute Idee. Ja, so viele Sachen muss ich alle im Kopf bewahren. Im Kopf behalten, wenn wir hier über dieses Projekt immer reden. Eigentlich könnte der hier noch deutlich mehr mitnehmen wahrscheinlich. Weil das wahrscheinlich wieder so eine Sache ist, die ihr euch jetzt anschauen werdet in den Bahnimpressionen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und dann, ja, schauen wir mal, wie wir das hier mit dem Ölzug weitermachen.